Da sind wir wieder und heute spielen wir wieder eine Runde Master of Orion. Ich habe mir kurz vorher ein bisschen einen Überblick verschafft, was jetzt wir letztes Mal gemacht haben, damit ich nicht so planlos da reinsteige. Ihr seht, hier sind überall neue Verbindungen. Wir hatten ja die Sprungtore überall gebaut und ich hatte hier unten noch eine relativ große Flotte, mit denen ich diese beiden Space Monster gekillt habe. Ja, das haben wir gemacht und ich habe hier überall, habe ich auch durch die Kolonien geguckt und wir haben überall Basen gebaut. So, Sternbasen. Ja, und ich denke, ich komme jetzt halbwegs schnell wieder in Gang. Ist ein bisschen länger her, dass ich das hier gezockt hatte. Aber wir haben, glaube ich, eigentlich relativ gut alles abgesichert. Und wir sind auch immer noch mit allen im Frieden. Das ist auch sehr gut. Im Moment müssen wir uns noch nicht um Krieg kümmern. Wir haben aber auch. Deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen Terraforming an den Start bringen. Obwohl, nee, das war schon geil. Ja, richtig, richtig. Genau, das war ja das Komische. Wahrscheinlich immer noch irgendwie ein Bug oder so. Ich weiß es nicht genau. Komm, dann bauen wir hier einfach mal ein bisschen Zeugs. Ja, und wie schon gesagt, ich werde jetzt versuchen, hier noch irgendwie meine Planeten zu uppen, alle zu Gaia zu machen irgendwie. Aber ich denke, das werden wir nicht hinkriegen, bevor hier irgendwo irgendeiner rummeckert. Weil das liegt daran, irgendwann stößt man an die Grenzen halt. Und sie überlegen sich halt gut, ob sie dich angreifen. Dafür gibt es ja diese Militärstärke. Das kann man ja irgendwo. Nee. Kann man ja hier nachgucken. Oder nicht? Ja, das sind nur die Siege. Manchmal kriegt man auch die Flottenstärke und daran misst er halt, ob er dich angreift. Sagen wir mal, Forschung plus und eine Zieleinheit und erhöht die Genauigkeit von meinen Strahlenwaffen. Komm, alle aufrüsten. Ah ja, wir hatten das Problem, wir hatten irgendwo auch noch einen Zerstörer, den wir gar nicht aufrüsten konnten. Ich erinnere mich gerade. Ja, Produktion. Die sind noch recht billig. Der kostet 2600. Na gut, die können wir alle aufrüsten, das ist gut. Forschung und dann, ach, die orbitale Werft, ja, die war nur zum Schiffsbau, aber ist eigentlich egal. Eigentlich egal. Ja, was wollte ich hier? Ich wollte hier auch ein Sprungtor bauen, oder? Ich denke schon. So, wir haben, glaube ich, recht gut unsere Planeten jetzt miteinander verbunden. Hier unten könnte ich, glaube ich, noch. Nee, da habe ich auch Sprungtore. Hier habe ich eins vergessen. Da hätte ich eins bauen sollen. Ist egal. Müssen wir gleich zurückfliegen. Können wir aber. Ist ja kein Ding. Dauert nur ein bisschen länger. Aber dann haben wir wirklich alle unsere Systeme erstmal gut verbunden und ja, das ist die Verschmutzung. Dankeschön. Ich bin aber schon dabei, die wegzumachen. So, wir haben hier einen Titan, der hat 1000 Angriffskraft. Das ist doch schon mal ein bisschen mehr. Was seid ihr? Wart die Kreuzer? Schicke ich dich jetzt mal auch dahin. Das war auch schon Gaia-Planet. Dann machen wir hier auch wieder einfach den Rest hier. Da Sicherheit und mehr Sicherheit. Dann kannst du Panzerkaserne nochmal bauen. Obwohl es relativ schwierig. Also hier unten könnten sie mich angreifen. Da würde ich nicht sofort reagieren können. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut abgesichert. Ach, der verschmutzt auch so langsam. Was brauche ich denn da? Ja, braucht schon ein bisschen länger, weil wir haben ja in den vorigen Folgen, es sind glaube ich ein paar Kriege am Laufen, ne?
Müssten eigentlich sein. Zum Glück sind nicht wir dabei. Drei Runden braucht er noch. Kaufen will ich das eigentlich nicht. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch mal genug Geld zusammen, um das eine Schiff da abzugraden. Ja, auch du kannst hier Forschung an Start bringen. Der ist erdähnlich. Ich frage mich auch, wo der Unterschied zwischen der Gaia-Transformation und des Terraformings bis zu Gaia. Eigentlich sollte das nur bis erdähnlich gehen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. And now, the news. Oh, großzügige Schenkung an die Darlok. Wir kriegen Geld von einem. Genau, wir kriegen Geld von einem Händler. Das ist sehr nett. Es war jetzt nicht wirklich viel. Ich glaube, das waren so 200 werden es gewesen sein. Man nimmt, was man kriegt, ne? Das sind so Zufallsereignisse. Kann auch. Ich habe noch nie, glaube ich, nicht alle gesehen. Also von dem GNN. Wir hatten ja die Supernova hatten wir und jetzt hatten wir die Schenkung. Das sind so, so Zwischenereignisse. Hier haben wir auch noch einen Planeten. Der braucht auch noch drei Runden. Das sollte der vorher schaffen, bevor er komplett verseucht ist. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch überlegen. Ich hatte gesagt, ich wollte mal gucken, ob wir irgendwie Krieg produzieren können. Provozieren. Ja, machst du mal das und noch den und dann noch den. Wie schon gesagt, man kann das auch alles automatisch machen, aber ich mache am Anfang gerne immer, dass ich selbst die Nahrungs- und Produktionsgebäude baue, weil der Autobilder, der ist so ein bisschen darin vernarrt, dir unbedingt Sicherheit zu geben und baut dir dann auch Abwehrsachen und so. Ist ja nicht falsch, aber am Anfang nicht so nötig. Außerdem, wenn er euch im Frieden befindet, auch völlig unnötig. So, wir haben einen Schadstoffausbreiter oder eine tiefe Kernmine. Ich nehme die Kernmine, weil Produktion plus finde ich super. Die Verschmutzung können wir auch so wegmachen. Außerdem können wir versuchen, auch das gleich irgendwie mit irgendwem einzutauschen. So. Jetzt machen wir erstmal noch die Kleinen von der Stufe fertig. Wie sieht das denn hier aus? Du bist 50% verschmutzt. Nee, du bist 75% verschmutzt. Dann sauber... Nee, wo ist es? Erstmal sauber machen. Das Ganze. So, wir haben einen neuen Spion. Davon kriegen wir ja massig. Und irgendwie, ich hatte da, es war so, ziehen. Und dann mit Rechtsklick konnte man den auf eine Kolonie schicken. Wir haben ja jetzt, glaube ich, überall schon eine. Deswegen schicke ich den dahin. So, hier ist unser Sprungtor auch fertig. Jetzt, würde ich gerne dahin. Und da sagt mir, ich brauche dazu vier Runden, weil ich nämlich von dem Sprungtor zu dem fliegen kann und dann einfach hier runter. Das ist doch ordentlich. Eben hat er, glaube ich, also die, ich weiß nicht, davor haben wir, glaube ich, der Weg hat, glaube ich, 17 Runden gedauert, als ich den einmal geflogen bin, von hier oben nach da unten, mit so einer Waffenfabrik. Ich, oder mit einem Kolonieschiff, ich weiß es nicht mehr genau. Das wurde jetzt ziemlich verkürzt. Das ist doch schön. Und wir haben es bisher alles mit einer Waffenfabrik regeln können. Finde ich super. And now, the news. And now, the state of the galaxy. Current rankings of economic power. Ja. Ich würde sagen, wirtschaftlich sind wir super dabei. Economic Power, ne? Wirtschaftskraft und ja. Da sind wir sogar besser als die Klackons, die eigentlich so eine Produktionsrasse sind. Entschuldigung. Ja, und wir müssen, glaube ich, auch mal zusehen, dass wir irgendwie... Der Krieg. Welcome to GNN.
It is a dog-eat-dog galaxy out there as the military might of the Silicoid Krag battle against the Mershon Pride for control of the galaxy. Die armen Silicoiden, die werden gerade echt, die werden gerade echt gedisst. Weil die Klackons haben ja deren Hauptplaneten weggenommen und jetzt sind die Mershons auch noch auf die Sauer. Ist nicht sehr nett. Ja, hier Sicherheit und Sicherheit. Damit wir uns auch ganz sicher fühlen vor anderen Spionen. Aber deswegen habe ich ja die Daleks genommen, dass wir uns darum eigentlich keine Gedanken machen müssen. Und den kannst du auch noch bauen. Die unterirdische Farm kannst du auch noch bauen. Noch mehr zu bauen. Da. Und da. Geld. Noch mehr Geld. Forschung. Fertig. Sollen wir die Silicoiden jetzt platt machen? Ist nicht gerade nett, oder? Dann sind die anderen, dann werden bestimmt andere Rassen auf mich sauer, oder? Obwohl ich... Ich schau mal kurz. Im Frieden. Gesinnung, ängstlich. Ja, gut, das wäre ich auch. Welche Kolonie denn? Hm. Dann sollen die auch, dann sollen die auch danach aufräumen. Oh, und wir können uns hier wieder jetzt entscheiden, was wir nehmen. Wir können den Schiffsraum erhöhen mit 25%. Wir können Energieabsorber nehmen. Lenkt den Schaden ab. Lenkt das Feuer der Strahlenwaffen effizienter. High-Energy-Fokus war eigentlich immer eine geile Sache. Megafluxer ist aber auch eine sehr geile Sache. Ich weiß nicht, Energieabsorber, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Aber der High-Energy-Fokus zusammen kombiniert mit dem Death Ray, und den Death Ray, den gibt es natürlich bei Orion, ist schon eine harte Combo damals gewesen. Ich würde gerne versuchen, das wiederzubauen, aber... wie schon gesagt, wir sind noch ein Stückchen davon entfernt, Orion anzugreifen. Was uns einen Vorteil gibt, ist, dass sich die anderen die ganze Zeit prügeln. Und insofern habe ich ja die Hoffnung, dass wir es schaffen, einen, unser größtes Schiff zu bauen. Und ich meine jetzt nicht den Titan. Es kommt nämlich noch was nach dem Titan hier. Und glaube ich jedenfalls... Weil davon kann ich mehr bauen, von der letzten Schiffsklasse. So ein Planetenzerstörer müsste das eigentlich sein, ne? So Todessternmäßig. Ja, da kannst du hier noch eine Kampfstation und Sicherheit. Nasin. Ach, das ist unser Hauptplanet. Ja gut, da können wir erstmal, müssen wir nichts produzieren momentan. So, hier auf Produktion. Food. Und danach Forschung. So, und wie ihr seht, also ich denke, die größten Konkurrenten werden im Endeffekt sein die Menschen und die Klackons und die Sakra, weil hier oben ist einfach zu dünn der Platz, dass die sich noch wirklich groß ausbreiten können. Die, die werden jetzt auch mal ordentlich platt gemacht. Wie heißen sie denn? Al-Kari. Ja, die Verschmutzung wird kritisch. Dankeschön, dass du es mir sagst. Machen wir danach. So, Sprungtor. Sorry. Ich wollte ja nicht scrollen, während der da die Runde bearbeitet. Ja, danke. Aber da mache ich jetzt schon
da räume ich schon auf. Manchmal zeigt er einem das so die ganze Zeit an. Was ich mich jetzt frage hier, ich meine, guck dir das an, was der da hat. Zerstörer, Fregatte, Zerstörer, 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 1000 Dinger machen alleine schon einen Schaden von 1000. Ich frage mich, ob wir vielleicht da eingreifen sollten. We're listening. Keine Ahnung, kann ich im Moment nichts drauf reagieren. Was wir tun könnten ist, wenn er wirklich der Meinung ist, er wird den, dass er den dann umbringt, dann könnten wir von ihm die Kolonie verlangen, weil die ja neben einer von uns liegt. Und das wird er bestimmt abstreiten und dann könnten wir vielleicht ein bisschen Action schieben. Aber ich persönlich will keinem eigentlich den Krieg erklären, sondern ich möchte, dass die mir den Krieg erklären. Ganz einfach aus dem Grund, weil damit kann ich wenig... Ja, damit verärgere ich weniger andere Rassen, als dass ich hier wild plötzlich Leute angreife. Ich weiß ja auch nicht, wer mit wem verbündet ist. Aber so wie sich das so anfühlt, ist hier keiner mit keinem verbündet. Aber der will den auch nicht wirklich killen, habe ich das Gefühl. One more veil is drawn from the truth hindmost. Das sind nur so Mini-Erfindungen gewesen. Ich würde gerne mal den Forschungsbaum hier angucken. Wir müssten ja schon relativ weit vorne sein. So, und wo ist dieses Schiffsdesign? Hier. Todesstern. Da will ich hin. Dann brauche ich hyperdimensionale Spaltung, superkalarer Bau und Planetoidenbau. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das automatisch erforscht. Wir gucken gleich mal. Er ist auf jeden Fall beim Richtigen. Jetzt bin ich gespannt, ob der das durchforscht bis dahin. Dann hätten wir ja eine Möglichkeit gefunden, das ganz gut. Missionen, hatte ich gesagt, und Spionageabwehr. Fertig. So. Kann ja wenig passieren, ne? Wenn wir bald auf jedem Planeten irgendwo einen Spion haben. Aber irgendwer hatte mir schon mal einen geschickt. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Ich glaube, es waren auch die Sakra, oder? Ich weiß es nicht. Den nächsten wollten wir, glaube ich, töten. Was macht denn der da mit seinem komischen, bedrohliche Flotte, aber gut. So, wen haben wir hier? Da bin ich doch schon bei, die Verschmutzung wegzumachen. Bau einfach. Ich bin echt am Überlegen, was wir hier machen. Oder wie wir das hinkriegen, dass irgendwer aggro auf uns wird. Ich glaube, wir sind zu stark. Die haben alle Schiss vor uns. Oh, jetzt hat er einen platt gemacht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da nicht ein Kolonieschiff hinschicken soll. Können wir hier nicht irgendwo eins schnell bauen? Das ist bestimmt immer noch dieselbe. Jo. Mann. So. Wo war das? Hier unten war das. Auch nicht. Bin ich jetzt. Ah, hier oben war es. So, was bauen wir denn hier? 3 Runden, 4 Runden. Terraforming in 3 Runden fertig. Da baue ich noch viel zu viel. 4 Runden fertig. Baue ich auch zu viel. Komm, bauen wir das hier. Wo ist es? Kolonieschiff. Das können wir gleich kaufen. Obwohl ich, ja gut, oder ich behalte das Geld. Ich glaube, ich behalte das Geld. Ich warte die paar Runden. Ich habe fast bald wieder genug, dass ich das den letzten Zerstörer upgraden kann. Das wäre echt nett. Ach, Produktion hätte ich vielleicht vorher setzen sollen.
Wenn der Sakra da nicht schon was bei hat, ne? Aber es sieht nicht so aus. Es sind nur Zerstörer und Fregatten, aber scheiße sind das viele, ey. Andererseits, ne? Die ganzen Schiffe haben genauso viel Stärke wie einer meiner Titanen. Hier haben wir schon 1000, 2000 Stärke. Ich weiß gar nicht, was hatte der Typ bei Orion? Ich glaube 11.000 oder sowas. Das ist auch mein erster Anflugspunkt. Scheißegal, da fliege ich dann einfach durch. Ja gut, das war nicht unsere Station. Aber wenn du noch einen weiterfliegst, gibt's auf Klappe, Junge. Überleg dir das. Ja, das ist immer dieselbe, ne? Warum sagt er mir jetzt die ganze Zeit, dass sie verschmutzt ist? Jo, und unser Sprungtor ist auch fertig. Jetzt kann ich nur nirgendwo was mit der Fabrik noch machen, wenn ich das richtig sehe. Jo, leider. Was mich interessiert, ich glaube, ich brauche einen Planeten, um das, um Asteroidengürtel umzuwandeln. Hier fehlt auch immer noch ein... Was bist du denn? Du bist ein Gasriese, oder? Ja, den können wir doch umwandeln. Ich brauche hier nämlich auch noch 2, 3 Kolonieschiffe E für dieses System. Ja gut, ist halt so, ne, die Berechnung dauert, je weiter das Spiel läuft, einfach immer länger. Gut, wenn ihr viel Power im Rechner habt, dann wahrscheinlich geht's ein bisschen schneller. Aber ich glaube, im Endeffekt, das ist bei allen rundenbasierten Strategiespielen so. Kann hier eigentlich bauen... Bis wir durch damit sind. Ja, die Verschmutzung von Sung ist wirklich unglaublich. 0%. Ja, wie schon gesagt, so, ich denke, kleine Fehler sind halt noch bei. Aber ist ja, ich sag's nochmal, in der Entwicklung. Und insofern, die Leute haben ganz gut auf die Community gehört und haben auch ganz gut Bugs beseitigt. Und insofern, verzeihen wir ihnen mal das. Secrets from the Cabal hide